Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Danny spielt das. Folge 3 findet statt und ich würde sagen, wir nehmen uns heute mal wieder die Strecke vor Arlberg zur Brust. Und ich finde, wir sollten mal dieses Szenario spielen. Die große Tour. Fahren Sie diese besondere Kulturtour quer durchs Land und über dessen Grenze hinaus. Lernen Sie dabei etwas über die Route. Ich würde sagen, das machen wir. Wenn wir mal ein bisschen was über die Strecke und so weiter kennenlernen, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal und schauen mal, was wir hier so zu tun haben. Die große Tour. Okay, willkommen in Lindau. Die regionale Kulturtour befindet sich in der Nähe. Fahren Sie Ihren Zug nach Österreich und erfahren Sie mehr über die Region. Ja. Das werden wir dann heute tun. Erstmal gucken, was wir jetzt hier zu tun haben. Sollen wir erstmal da zu dem Tourdirektor sprechen? Das werden wir natürlich machen. Hey, Sie sind es. Also haben Sie auf die Tourschicht gesetzt? Also haben Sie sich auf die Tourschicht gesetzt, was? Reden Sie ruhig mit den Reiseführern. Halten Sie einfach Ausschau nach Leuten in gut sichtbarer Kleidung. Dann sollten Sie in und um den Bahnhöfen auf andere Bedienstete mit mehr Informationen treffen, falls sie interessiert sind. Irgendwelche Informationen? Sprechen Sie mit dem Tourdirektor. Nun, da wären wir. Willkommen am Bahnhof Lindau Insel, dem Grenzbahnhof zwischen Deutschland und Österreich. Er wurde zuerst am 1. September 1853 gebaut, doch die Strecke nach Bludenz sollte erst am 14. Dezember 1954 elektrifiziert werden. Cool, sehen wir uns bald wieder. Cool, wir sehen uns bald wieder, David. So, jetzt sollten wir uns auf den Sitz setzen. Das können wir natürlich machen. Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Oder der Blödsinn jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ach, das ist doch. Manchmal ist das komisch mit dem Controller. Dann machen wir es halt so. Dann setzen wir uns mal vorne. Übrigens unser Zug. Wo sind wir denn? Wir müssen ja hier eigentlich in Lindau, genau. Und würde sagen, dann setzen wir uns mal auf unseren Zug, auf unseren Sitz. Hier noch ein kleines Foto machen. Würde ich sagen. So. Geht's hinein in die gute Stube? So. Stellen Sie den Hauptschlüssel auf aktiv. Das machen wir. Zack. Den noch. Vorwärts, Fahrschalter einstecken. So, Türen entriegeln, das machen wir. So, haben wir schon. Natürlich, die eine ist ja los. Ja, haben wir ja gerade gemacht. Weiß nicht, was mit dem Controller jetzt wieder los ist. Natürlich noch die Zugspitzensignale fahren bzw. auf weiß stellen. Genau, das Türen verriegeln.
Aber ist die Tür verriegelt? Türen sind verriegelt, aber wir haben immer noch kein Spitzensignal. Warum nicht? Stellen, oder? So, jetzt passt es. Dann können wir loslegen. So, nächste Station, Bregenz. Ach Scheiße, wir haben noch was vergessen, fällt mir gerade ein. Die Zugsicherungssysteme. So, jetzt haben wir es. Aufschalten können wir schon nach FIFA. Gleich 90. Das war jetzt. Sitzt noch 6,1 Kilometer bis Bregenz. Auf Formsignale, sehr schön. Sehr, sehr nice. Ich bin mal gespannt, wie dieses Szenario ist. Aber so wie ich hier lesen kann, müssen wir gleich auf jeden Fall wieder mit dem Tourdirektor sprechen. Ganze Menge zu tun.
Da fahren wir so ein bisschen durch Österreich. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Kulisse, das Panorama, die Berge hier von Österreich, einfach eine wunderschöne Strecke. Also einfach herrlich, richtig schön. Auch dass wir so nah an der Straße vorbeifahren, das ist, finde ich mal richtig schön, weil anstatt wenn man so auf großer, weiter entfernter Strecke fährt, kann man hier so die Autos beim Fahren zuschauen und ich finde es einfach schön, an der Straße vorbeizufahren oder entlang zu fahren, vielmehr. Aber das ist nur meine Meinung. Ich glaube, der Hauptstadt das wieder mal aus. War ja gerade die Schutzstrecke. Immer wieder Leistung. So, dann sind wir gleich schon im Regens. Regens. So, das haben wir geschafft. Und dann wären wir schon da. Sehr, sehr schön. Willkommen in Bregenz. Wunderbar, Türen entriegeln. Mein Gott. Ziel erfüllt. Sprechen Sie mit dem Tourdirektor. Das heißt, wir müssen wieder aussteigen. Ich weiß nicht, warum der nicht läuft mit dem Controller, aber naja, dann ist das halt so. Steigen wir mal kurz aus.
Ist er denn da hinten? Steht da? So, dann schauen wir mal, was er zu sagen hat. Willkommen im Bahnhof Bregenz in Vorarlberg, dem westlichen Bundesland Österreichs. Der Bau des ursprünglichen Bahnhofs begann im Jahr 1870. Dieser wurde jedoch vor 30 Jahren im Jahr 1989 abgerissen, bevor er 500 Meter westlich des ursprünglichen Standorts wieder aufgebaut wurde. Interessant, danke für die Informationen. So, reden Sie mit den anderen Reiseführern, um mehr zu erfahren, oder kehren Sie in die Lok zurück, um Ihre Reise fortzusetzen. Haben wir da noch einen Reiseführer hier? Ja, komm, wenn, dann nehmen wir alle mit. Haben wir noch eine Streckenkarte angebracht nebenbei? Das ist doch sehr schön. Wussten Sie, dass es in Bregenz drei Bahnhöfe gibt? Die Bahnhöfe sind Bregenz, Bregenz-Riedenburg und Bregenz-Hafen, wobei Bregenz-Riedenburg und Hafen nur für den Regionalverkehr genutzt werden. Nun, jetzt tue ich es. So, dann nehmen wir die da hinten auch noch mit. Wenn schon, wenn schon. So, gute Frau, was hast du uns zu erzählen? Die ursprüngliche Vorarlberg-Strecke, die als Bahnstrecke Bludenz-Lochau bekannt ist, wurde am 30. Juni 1872 durch eine Dampflokomotive eingeweiht, die den Namen Bregenz erhielt. Wie historisch. Apropos Dampflok, es gibt ja auch die Flying Scotman. Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein Video von machen. Aber jetzt werden wir erstmal unsere Reise hier fortsetzen. Das heißt, wir setzen uns wieder in unseren Zug rein. Dann werden wir einfach weiterfahren, würde ich sagen. So, sind wir überhaupt, haben wir überhaupt Fahrgäste? Nö, sieht nicht so aus. Wir haben nicht einen einzigen Fahrgast dabei. Auch nicht schlecht. Naja, dann ist das so. Fahren wir hier nur für uns alleine. Auch nicht schlecht. Dann ist das halt so. Dann machen wir die Tür wieder zu. Setzen uns auf unseren Sitz und dann schließen wir die Türen. Nein, nicht entriegeln, sondern erriegeln. So, mal alles schön zu, wunderbar. Dann können wir loslegen. Befreiung möglich. Das heißt, wir werden abfahren. Einmal auf Null setzen, Bremse lösen und auf geht's. Nächste Station, Wohlfurt. So, wir dürfen 110, das heißt, wir können ein bisschen Leistung hier ausschalten. Sogar 120. Ich liebe ja solche Szenarien, wo man auch ein bisschen Informationen zur Strecke kriegt. Das weiß man ja sonst alles gar nicht, wenn man sich da nicht auskennt. Und von daher finde ich das schon ziemlich informativ und sehr, sehr schönes Szenario. So, 120 haben wir erreicht. Mal ein bisschen zurücknehmen die Leistung. Aber minimale Leistung aufbringen, damit wir nicht stehen bleiben. Ach, was mache ich denn? Scheiße. So. Können wir den erstmal wieder auf 0 machen? Falschen Knopf genommen. So. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Steigung. Wunderschön. Wunderschön. Einfach wunderschön.
Oder steht der Gegenzug? Ich jetzt mal so tippen. Aber wir dürfen 140. Sehr schön. Die Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges steht zumindest da oben. Höchste zulässige Gesamtgeschwindigkeit oder Geschwindigkeit 140 km/h. Oh, 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 wir müssen mal langsamer werden hier. Langsamer, langsamer, langsamer. Noch 1,1 Kilometer. Schon in Wolfurt. Mal wieder rotes Signal vor uns. So, da steht eine andere S-Bahn. Vor allem Prellbock. Hier werden wir wahrscheinlich wieder ein paar Reiseführer zu Fragen haben, würde ich jetzt mal tippen. Da steht mit Sicherheit schon einer, wenn ich da richtig gucke. Ja, da steht schon so einer in Orange. Ihr seht es vielleicht. Ja, sie fährt aber ziemlich aggressiv hier in diesem Zug. Aber das ist meine Meinung. So, wir haben das Ziel erfüllt, öffnen natürlich die Türen. So, und dann werden wir wahrscheinlich gleich wieder mit dem Direktor sprechen. Sprechen Sie mit dem Tourdirektor. Aber natürlich, der hinten kommt noch, kommt denn da? Ein Güterzug mit einer 185 oder das ist es ja. So, dann steigen wir hier mal wieder aus. Ist einiges los. Wo haben wir denn da vorne? Er wartet da schon auf uns. Willkommen am Bahnhof Wolfurt, der neben dem Güterzentrum Wolfurt, einem der größten Güterbahnhöfe im Bundesland Vorarlberg, liegt. Der Bahnhof verzeichnet einen jährlichen Güterladungsverkehr von etwa 3,4 Millionen Tonnen, wobei die transportierten Güter zu einem überwiegenden Teil Holz, Papier, Stahl und andere Baumaterialien sind. Das sind eine Menge Güter. Reden Sie mit den anderen Reiseführern oder, ja, das kennen wir ja schon, aber wir wollen natürlich uns auch ein bisschen informieren hier. Das heißt, wir nehmen uns diesen Herrn hier mal vor. Wussten Sie, dass bei jeder mit Zügen transportierten Tonne von Gütern 15 mal weniger CO2 ausgestoßen wird, als wenn der Transport mit Lastwagen erfolgen würde? Jawohl, Umgebung. Also, das ist natürlich immer ein Argument, was zieht, ne? Mit Zügen Güter auf mehr auf. Immer mehr Güter auf der Schiene. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was man endlos führen kann. Wussten Sie schon, dass der Güterbahnhof Wolfurt aufgrund seiner zentralen Lage als das Container-Tor zur Welt bekannt ist? Ne, wusste ich zum Beispiel nicht. Steht auch hier. So, dann würde ich sagen, setzen wir uns wieder auf unseren Sitz. Verabschieden uns von dem Bahnhof Wolfurt. Können wir denn hier noch vielleicht eine Streckenkarte oder sowas anlegen, wenn wir schon mal hier sind? Sieht aber aktuell nicht so aus. Es scheint so eine Art ja, Halle zu sein, wo man die Züge reparieren kann, würde ich jetzt mal tippen. Ich würde sagen, setzen wir unsere Reise fort. Gibt es jetzt auch nicht mehr so viel zu sehen. Es scheint Untergang zu sein. Oder will ich jetzt nicht hin? So. Steigen wir ein. Schließen die Türen natürlich. So.
Stellen Sie den Kombihebel auf 0. Haben wir? Den Beleuchtungsschalter auf aus. Den sollen wir auf aus. Den sollen wir auf halten. Entfernen Sie den. So, Führerstand wechseln. So, jetzt geht es anscheinend wieder zurück. Dann machen wir das. Laufen wir einmal durch den Zug. Und setzen uns auf den anderen Sitz. Hier natürlich wieder alles aufrüsten. Was ist denn jetzt los hier? So. So, jetzt können wir losfahren. Zugsicherungssystem jetzt aktiv hier oder nicht? Jetzt ja. So. Können wir loslegen? Nächste Station, Lustenau. Haben wir denn jetzt die Spitzensignale richtig gestellt? Wir müssen erstmal befreien. Das müssen wir natürlich noch ändern. So, fahren wir jetzt in diese Richtung. Müsste das aber soweit stimmen? Ja, gut, haben wir das auch. Ich glaube, 140 dürfen wir, dann können wir ein bisschen aufschalten hier. Natürlich fleißig drücken. Immer witzig, wenn da steht, Fahrgäste ein- und aussteigen lassen, wenn wir doch gar keine Fahrgäste haben. Wer will da aussteigen? Naja, lass halt das mal so. Gut, werden wir wahrscheinlich. Eieiei, jetzt geht's zurück. So, das haben wir auch geschafft ohne Zwangse. Sehr schön. 60. So, das haben wir auch. Deswegen, weil wir einen Gleiswechsel vornehmen. Sondern vor gleich 80 und dann 130. Sehr schön. Ist ja schön, wenn wir jetzt mal eine ganz andere Richtung fahren. Das ist wirklich genial. Ah, es steht auch angeschlagen, Lustenau. Sehr geil. So, Gleiswechsel, dann dürfen wir gleich beschleunigen.
30. Level 4 ist man sehr, sehr nice. So, nur 30. Ei, jetzt müssen wir loslegen. Was reagieren. So. Würde sagen, wir gehen schon mal ein bisschen weiter runter hier. Sind wir jetzt im Moment in Lustenau oder Lustenau, wie auch immer man das ausspricht. So, dann sehe ich doch von Weitem schon den Tourdirektor dort stehen, der jetzt wieder einiges über diesen Bahnhof erzählen wird. So, Türen entriegeln und zwar diesmal links entriegeln. Und dann werden wir mit Sicherheit gleich aussteigen müssen dürfen sollen. Genau. Ich weiß es nicht. So, dort hinten. Ist aber weit weg. Ist aber diesmal weit weg. So dann. Willkommen an der Grenze zur Schweiz, von der uns nur der Rhein trennt. Dies ist der am nächsten zur Schweizer Grenze gelegene Bahnhof und
gleichzeitig der Endpunkt dieser Tour. Danke für die Informationen. Ich hoffe, dass die Touristen eine schöne Zeit hatten. Ja. Nein, wir wollen noch nicht beenden. Wir wollen noch die anderen Reiseführer befragen. Wo haben wir denn? Der Schwarte da, in dem Schwarz angezogen. Wussten Sie, dass Lustenau im Jahr 887 zum ersten Mal erwähnt wurde? Bis 1803 ein freier Reichshof war und 1814 zu Österreich kam? Cool, danke, dass Sie mir das gesagt haben. So, haben wir noch einen oder war es das jetzt? Was, ne? Ist noch irgendwo was? Da ist noch einer. Lustenau ist ein Zollbahnhof und die Stadt ist bekannt für die Herstellung von Stickereien und konfektionierten Textilwaren sowie von Metallerzeugnissen, was sie zu einem wichtigen Wirtschaftsmarkt für das ländliche Umland macht. Schön zu sehen, dass das so gut läuft. So, ich glaube, dann haben wir es. Ja, wir können uns wieder auf unseren Sitz setzen. Ich denke mal, dass wir dann unsere Reise hier auch beenden werden. In Lustenau. Auch ein sehr schöner Bahnhof. Dort drüben scheint so eine Art Firma zu sein. Eine Agrarbis würde ich jetzt im heutigen Zeitpunkt sagen. Sowas in der Art. Ihr wisst schon, was ich meine. Also wirklich richtig schön. So, dann können wir auch einsteigen. Schauen wir mal, was wir noch zu tun haben. Gute Arbeit mit den Touristen. Rüsten Sie den Führerstand ab und machen Sie Feierabend. Das klingt gut. Dann werden wir wahrscheinlich als erstes mal den Kombihebel auf Null setzen müssen, sollen, dürfen. Na komm. Erstes müssen wir die Zuglicht auf aus, dann den Kombihebel auf 0, Fahrtrichtungsmelder noch aus, Schlüssel abziehen, Bremse auf halten, den Hebel entfernen. Gute Arbeit heute. Hoffentlich haben Sie und Ihre Fahrgäste etwas Neues gelernt. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ob wir wirklich Gold jetzt erhalten haben, das wäre natürlich schön, meine erste Goldmedaille im TSW 4. Bisher habe ich ja nur Silber bekommen. Wieder nur Silber. Also hier scheint es wirklich sehr schwer zu sein, Gold zu erreichen. Ich habe keine Punkteabzüge. Ihr seht es genau, ihr seht es ja. Es ist nirgendwo was abgezogen worden. Trotzdem habe ich nur Silber erhalten. Tja, was soll man dazu sagen, ne? Es ist leider halt so, kann man nichts machen. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Szenarien, muss ich wirklich sagen. Da hat sich DTG wirklich was einfallen lassen, muss ich ehrlich sagen. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Wenn das der Fall ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, macht trotzdem einen Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch am Spiel gefällt, was euch allgemein gefällt, was euch nicht gefällt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende insgesamt. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters. Macht's gut, ciao, servus und tschüss. Bye, bye.